So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Verbergen ist wieder am Mikrofon hier in Civilization 6. Wir geben wieder fleißig Gas. Nochmal vielen Dank für die Kommentare der letzten Folgen, insbesondere wegen den Aposteln. Aber das schauen wir uns am besten in der nächsten Runde mal an. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir... Stimmt ja, da war ja was. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, liebe Leute. Wo kommen die denn jetzt eigentlich her, die kongolesischen Boys? Wo sind die? Wir würden uns freuen, eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Wenn ich das mache, dann wissen sie ja, wo wir sind. Aber wir sind ja sowieso schon relativ fortschrittlich. Ich finde, jetzt ist es für uns einfach viel interessanter zu wissen, wo sie sind. Okay, das sieht hier... Das sieht nach Kongo aus. Interessant. Und das sind die Norweger immer noch, ne? Mit so zwei kleinen Städten hier. In Ordnung. Da war ja was ich sagen wollte. Und zwar die Thematik mit den Stadtstaaten hier, ob wir sie angreifen sollen. Also Kairo und Mekka sind eigentlich prädestiniert zum Erobern. Das gleiche gilt eigentlich auch für Lavente, aber dafür brauche ich idealerweise noch ein bisschen bessere Einheiten. Oder wir... Guck mal, die haben hier noch Steinkämpfer. Ob wir das hinkriegen? Wo sind da meine Bogenschützen? Einmal hier. Die schicke ich mal hier hin. Die hier. Und dann probieren wir das mal, oder? Mit Vilnius. Nächste Runde. Oder ist das so heiß? Ne, ich probier's. Ich probier's. Man kann auch ruhig ein bisschen scheitern, wenn es nicht klappen sollte. Bringt vielleicht ein bisschen Spannung rein, ne? Das Schlimmste ist eigentlich das Geld. Das ärgert mich am meisten, dass wir so wenig Kohle haben. Aber mal gucken, was wir da noch hinbekommen in den nächsten Folgen. Das sind Schafe. Würden wir dann... Quecksilber war ja auch recht nützlich, ne? Wir haben nämlich nur eine strategische Ressource, nämlich die Pferde. Die würde ich ja ganz gerne handeln, aber irgendwie will die keiner haben, ne? Das ist nicht so viel wert, wie ich der Meinung war. Heureka. Der Buchdruck oder was? Ja, genau, der Druck. Und euer Wissen über die Technologie Astronomie hat große Fortschritte. Ich möchte mich, was Himmel und Hölle betrifft, nicht festlegen. Habe ich doch da wie dort gute Freunde. Auch nicht schlecht, ne? Reformkirche. Okay, was kriegen wir denn dann? Theokratie, in Ordnung. Wie sieht's denn eigentlich mit meinem Weltwunder aus? Das wollten wir unbedingt... noch pushen. Moment, wir müssen mal gucken. Hier sind so viele Sachen. Großer Ingenieur baue ich gerade. Will ich auch weitermachen. Den Rest lasse ich einfach so. Finde ich alles gut, wie es ist. Wollte nichts ändern gerade. Viel eher die Ausrichtung noch mal ein bisschen in Augenschein nehmen. Wo haben wir es denn? Merkantilismus oder... Erhaltet einen großen Händler. Eine Allianz mit einer anderen Nation. Sollen wir mal versuchen, Norwegen eine Allianz vorzuschlagen? Nee. Nein, nicht mal für alle Schätze von Asgard. Schade. Wäre jetzt cool gewesen, ne? Mensch, Abkommen. Ich dachte, die mögen uns. Okay, so, Produktion. Wie sieht's denn aus? Moment, ich guck mal ganz kurz, wie es aussieht mit meinem Weltwunder. Genau. Saint-Michel bauen wir gerade. In Ulm. 13 Runden. Wir können die Produktion in Chengdu noch erhöhen. Oder was Neues produzieren, so sieht's aus. Jetzt muss ich kurz schauen. Es wird wieder das Handelszentrum empfohlen. Vielleicht aber, wenn wir jetzt da Richtung Angriff gehen, gegen Stadtstaaten, vielleicht bauen wir Stadtmauern hier in Chengdu. Unsere letzte Bastion sozusagen vor den Gegnern. Oh, ein Kunstmuseum ist auch nicht schlecht, ne? Ein Aquädukt auch nicht. Und die Hanse ist ja mal auch richtig cool. Ich kann mich wieder nicht entscheiden.
Ich entscheide mich aber für die mittelalterlichen Mauern. Wirkt jetzt ein bisschen verfrüht vielleicht, aber ich finde es gut. So, neue Regierung verfügbar. Monarchie haben wir, behalten wir auch noch, oder? Die Theokratie, Handelsrepublik. Da kriegen wir zwei Handelswege extra. Aber guck mal, Monarchie ist auch nicht schlecht. Rabatt auf Goldkäufe ist cool. Ist alles geil. Alles richtig brachiale. Aber hier, Wohnraum in jeder Stadt mit mittelalterlichen Mauern. Haben wir ja noch gar nicht. Okay. Ich werde zu einer Handelsrepublik. Tatü. Dadurch haben wir nämlich die Möglichkeit, die Joker-Politik noch einzuführen. Die zweite. Und jetzt muss ich mal gucken. Mit mindestens drei spezial neu ausgebildete Handwerker. Siedler. Kultur durch internationale Handelswege. Wir haben jetzt zwei extra Handelswege. Plus zwei Gold durch alle Handelswege. Wenn wir noch zwei dazu bauen, das nehme ich mal. Das ist cool. Politik bestätigen. Okay, liebe Kinder. Das finde ich gut. Jetzt brauchen wir nur noch zwei Händler. Wo bauen wir die am besten? Magdeburg. Also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich traue mich nicht mit meinen paar Einheiten hier anzugreifen. Ich finde die ein bisschen zu schwach. Verstehen Sie? Ich will es aber jetzt wirklich wissen. Ich will's wissen. So. Vielleicht. यदि आप खून के इतने प्यासे हैं, तो आपके नेतृत्व को समाप्त करना ही बेहतर होगा. Willst du auch Krieg oder was? Kannst du haben, mein Freund. Okay. Schnell einen Prozess gemacht, ne? Die müssen wir noch mit da hoch beordern danach. Okay. Hier haben wir auch noch welche. Okay, ich zieh die mal raus, ne, damit wir in Angriffsmodus gehen können. Okay, Spannung. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, weil die alle so sauer sind. Auf Wiedersehen. Ich weiß. Das Haus eines Tyrannen. Warte, was ein Sprichwort sagt, dass das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist. Und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Pass mal auf, mein Freund. Ihr seid nicht vertrauenswürdig, das ist Gewalt der schlimmsten Art. Wir sind halt so, das ist unsere Kultur. So, okay. Außer die Skandinavier, die sind total happy. Die freuen sich tierisch darüber. Naja, lass die anderen doch alle sauer sein. Das bleibt halt nicht aus, wenn du Krieg führen willst. Ich meine, wir sind 1480, da wurde immer Krieg geführt. Oh, die haben noch ein paar Einheiten, sehe ich gerade. Ah, nee. Das sind die Gegner. Die führen auch noch Krieg gegen Karthago anscheinend. Vorsicht, meine. Die dürfen auf keinen Fall draufgehen. Die haben ordentlich Einheiten, ne? War ja abzusehen. Sehr gut. Die haben wir schon zerlegt.
Sehr gut. Die haben wir auch. Und mit dem versuchen wir jetzt da hochzulaufen. Ah, die Bewegungs... die haben halt... Wie gesagt, die Bewegungsreichweite ist relativ mau, ne? Naja. Dann schicken wir mal einen Gesandten. Naja. Naja, wird schon gut gehen, ne? Hier sind wir schon voll. Kulturen Hauptstadt. Irgendwo war das mit dem Weltwunder. Genau hier in Hongkong. Perfekt. Jetzt dürften wir in immer noch 12 Runden in Ulm. Okay. Attention, attention, für die Repair, es geht los, liebe Leute. Dann schauen wir doch mal, was die anderen sagen. Warum soll ich was schenken? Wie sehe ich aus? Tschüss. Verzieh dich. Wir haben dafür gar keine Zeit. 0,0. Wir sind nämlich gerade voll richtig knorke im Krieg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben echt nicht wenig Einheiten. Vielleicht sollte ich nochmal in Betracht ziehen, was zu kaufen. Vorsicht. Oh. Aber das war's schon. Die haben nur noch die. Und das ein bisschen. Das sind ihre Stadtmauern, die da ein bisschen Schaden machen. Aber es ist echt nicht prickelnd, was die haben. So. Ach, das muss ich hier zerstören? Das ist ja gemein. Ich will da nicht wirklich hinlaufen, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist gut, das macht schon ordentlich Schaden. Die Stadtmauer ist hinüber. Was mache ich mit den Jungs jetzt? Die schicke ich mal hier hin. Ist ein bisschen blöd, dass ich keinen Fernangriff machen kann, so in der Reichweite, ne? Dachte, das wäre eigentlich möglich, weil das ist jetzt ja nur ein Feld entfernt. Geht aber anscheinend nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was können die denn noch machen? Sehr gut. Sollen wir die da hinstellen oder werden die dann zerlegt? Ach, hier haben wir ja auch noch welche. Okay. Okay, und die holen sich vielleicht mal die Jungs da im Wald, oder? Nächste Runde. Oh, wie spannend, wie spannend. Wie kommen die da drauf, dass ich das machen würde? Alles, was du hast, nehme ich mir. Coole Politik, ne? Ein dreister Raub. Oh. Für euch würde es keinen Platz an Odins Tafel geben. Ihr seid eine Schande. Wollten die alle sauer? Aber er war doch noch richtig happy eine Zeit lang. Und was wollen die jetzt da mit ihren Katapulten? Haben die irgendwie einen Plan? Nö. Wir sind ja nur mit Vilnius im Krieg, ne? Die anderen. Ja, die machen noch mal ein bisschen Schaden. Aber jetzt haben wir sie zerlegt. Die sind eigentlich jetzt fertig. So, und irgendwo... Oh. Industrialisierung, sehr schön. Erst nun formt er den Schild, den ungeheuren und starken. Drauf zwei Städte auch schuf er. Omer. Forschung. Wir schauen doch mal, was wir aktiv noch pushen können. Bau zwei Universitäten. Sehr schön. Ziehen wir gleich durch. Und dann Astronomie. Hab zwei Bombarden. Oh, die muss ich erst bauen. Und oh, da sind wir auch schon Forschung. Sehr schön. Das hat er uns eben ja auch gezeigt, ne? Baut drei Werkstätten. So, Peking bauen wir. Hm.
Also die richtig Knorken-Sachen sind hier nicht. Ich würde fast sagen, ich baue hier die Händler in Peking. Für die weiteren Handelswege, oder? So meine grobe Überlegung jetzt. Was anderes macht jetzt hier keinen Sinn, habe ich das Gefühl. Ich muss die einfangen da. Die sind nervig. So, wie sieht denn das aus? Da muss ich drauf. Ich hätte vielleicht... Ja, ich hätte vielleicht... erst noch mit Fernkampf draufhauen sollen, hätte ich die Kraft der Männer gespart. So, Vilnius, einmal bitte schießen. Sehr gut. Können die das hier auch? Ne, die können das natürlich nicht. Vielleicht, wenn sie sich hier hinstellen. Ich hätte die auch verbessern können, aber lieber bewege ich sie. Zack. Oh, da kommen wir super durch. Also wir haben schon eine schlagkräftige Armee. Wenn wir alles so zusammenziehen, was wir hier haben, da geht schon was. Zack. Und die auch noch mal drauf. Kriegen wir die Handwerker geschenkt? Ne, die werden getötet. Shit. Okay. Und nächste Runde. Können wir dann Attaché machen, würde ich sagen. Sehr gut. Das ging richtig zügig. Erschreckend schnell. Oh. Damaskus, interessant. Kairo sieht aber viel besser aus. Stimmt, ich wollte nochmal die Dinger bauen. Die Apostel, ne? Für die Glaubenskriege. Da war was. Hätte ich fast vergessen. So. Haben ein bisschen Probleme hier, ne? Sehe ich. Wir sind nicht mehr souverän. Souverän ist man dann, wenn man die meisten Gesandten drin hat, ne? Hm, ich glaube. Also, besiegt. Ein unbekannter Spieler wurde besiegt. Interessant. Bananenressource? Irgendwas war da eben. Besiegt. Souverän. Verhandelter Frieden. Ach, mit Vilnius. Okay. Ich mach nochmal alles klar soweit, dass hier Platz ist. Schade, ich hätte ganz gerne die Handwerker geklaut. Ah. Aber im Urwald. Oh, war nicht so effektiv, ne? Ja, die haben halt einen Stellungsbonus, ne? Im Urwald, ist ja klar. So, die können auch noch drauf schießen. Ich schieße mal einfach. Mal gucken, ob das irgendwie noch vom Vorteil ist. Hier die auch noch. Da ist gar keine Gegenwehr mehr, aber wir bomben sie zurück in die Steinzeit. Hier, zack, nochmal drauf. Kenne ich überhaupt nichts. Jawohl. Die Reparatur wird natürlich am Ende ziemlich lange dauern, nehme ich an. Ich will halt sicher gehen, dass die leichtes Spiel haben. Genau. Das meine ich. Immer noch. Yes! Wir haben eine Einheit gefangen genommen. Supi. Okay. Ja, dann ist doch alles klar. Tritra Trullala. Die kommen hier wieder rein. Habe ich ausgesucht. Ja, die da. Die gehen hier nach Peking wieder. Und die können hier dazwischen drin stehen bleiben. Sehr schön. Sehr schön. Stadt behalten. Ja, na klar. Die ist doch gut ausgebaut. Wir müssen bloß reparieren, ne? Wo ist denn reparieren? Ah, hier. Ja. Dauert ein bisschen, bis das fertig ist, ne? Okay, liebe Kinder. Das war richtig erfolgreich und schnell und zügig.
Das gleiche können wir noch mal gegen Laventa machen. Und abschließend dann geht's Richtung Kairo, ne? Da müssen wir ein bisschen mehr aufbauen, nehme ich an. Da müssen wir uns ein bisschen breiter aufstellen. Eine Runde würde ich mir ganz gerne noch angucken. Schade, ein bisschen wenig erbeutet, was Gold angeht. Wir haben auch 15 Gold weniger auf einmal. Ich glaube, das kommt durch die Politik, ne? Ich glaube, irgendwie habe ich was drin gehabt, irgendeinen Bonus drin gehabt. Plus ein Gold pro Gesandten, kann das sein? Wenn mich nicht alles täuscht. Sowas in die Richtung hatte ich. Ja. Wie komme ich an Gold? Wie komme ich an Gold? So. Hier ist ja ordentlich was los. Die schicke ich mal. Die schicke ich mal nach Aachen. Die schicke ich mal nach Peking. Muss hier ein bisschen aufräumen. Die stellen sich einfach hier in den Urwald. Hier ist auch noch freies Feld. Genau, die können hier bleiben. Und die Handwerker. Der hat noch einen Platz, da können wir hier. Ah, das gehört noch gar nicht dazu. Aber die Minen haben wir hier schon. Ja, den lassen wir noch ein bisschen warten. Da können wir hier, wenn das vielleicht ein bisschen wächst, können wir hier den Steinbruch bauen. Sehr schön. So, Hauptstadt erobert. Ja. Nahrung in Vilnius, ja. Mehr Annehmlichkeiten Vilnius. Es betrifft alles nur Vilnius. Und mehr Wohnraum. Update. Ich kann die zu Armbrustschützen verbessern. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ich will die lieber hier in Ulm reinstellen. Das kostet mir jetzt zu viel Geld. So, und Aachen ist durch. Ja, dann baue ich in Aachen mal den Markt. Das kommt hier hin, ne? Ja. Sehr schön. Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, fix abspeichern und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao, euer Bergi.